besuchten Osama bin Laden als Drahtzieher. Das sehen Sie um 8. Sie, so meine ich immer noch, dass das vielleicht ein Albtraum ist, aus dem man dann aufwacht und dann war das einfach nur ein Science-Fiction-Film. Aber nein, es war die graue und raue Wirklichkeit. Am Pentagon übrigens, Dieter, ich lese hier die aktuelle Meldung, heißt es, gibt es keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Dort brennt es noch immer. Man sucht natürlich weiter nach Menschen, aber die Chancen sind wohl gering. Und auch hier in New York natürlich werden auch noch viele hunderte Menschen unter den Ruinen des World Trade Centers begraben liegen. Die Aufräumarbeiten und die Bergungsarbeiten sollen sich ja noch mehrere Tage hinziehen. Aber auch hier sinken natürlich die Überlebenschancen. Experten rechnen eigentlich nicht damit, dass unter diesen Trümmern Menschen lange aushalten können. Möglicherweise haben sich ein paar Höhlen gebildet, in denen sie sich verstecken könnten, aber es ist schwierig ranzukommen. Der Oberbürgermeister Giuliani hat ja gerade gesagt, es wird mindestens 2, wenn nicht 3 Wochen dauern, bis die Innenstadt einigermaßen wieder aufgeräumt ist. Er spricht von einer Zerstörung. Mitglieder, die Maschine soll eigentlich von Boston nach Los Angeles. 8.45 Uhr, plötzlich heult sie über Manhattan auf. Mit 600 Stundenkilometern kracht der Jet in 300 Metern Höhe in den Nordturm. Die Wucht zerstört sofort 15 bis 30 Stockwerke. 30.000 Menschen arbeiten zu diesem Zeitpunkt in den Doppeltürmen. Viele geraten in Panik, die Fluchtwege sind abgeschnitten. Sie winken um Hilfe vergeblich. Manche springen verzweifelt in die Tiefe. Kurz nach 9 Uhr ein United Airlines Flug, ebenfalls von Boston nach Los Angeles unterwegs, kracht gezielt in den südlichen Turm. Die 56 Fluggäste und 9 Crewmitglieder haben keine Überlebenschance. Die Kamikaze-Kidnapper müssen ausgebildete Piloten gewesen sein. We'll 40 Minuten später der nächste Anschlag, jetzt in der US-Hauptstadt. Eine Boeing 757 hebt vom internationalen Flughafen Washington ab und soll nach Los Angeles. Der Jet nimmt Kurs aufs nahe Pentagon. Eine Passagierin informiert noch per Handy ihren Mann, die Terroristen haben Messer und Teppichschneider. Dann kracht die Maschine mit 64 Menschen ins Pentagon. Alle sterben in den Trümmern. Man muss das Flugzeug ja bei dieser Geschwindigkeit, wie es gezeigt wurde in dem Film, sehr drücken und dann auch sehr gezielt noch lenken. Und ich denke mal, dass da, wie gesagt, gewisses Basiswissen notwendig war. Im Verteidigungsministerium bricht ein Großbrand aus. Man befürchtet Hunderte von Toten. Kurz vor 10, eine Stunde nach dem ersten Treffer, stürzt der nördliche Turm des World Trade Centers ein und gräbt Tausende unter sich. Etwa zur gleichen Zeit wird ein viertes Flugzeug gekidnappt. Es sollte vom Großraum New York nach San Francisco. An Bord 45 Menschen, unter ihnen 3 Luftpiraten. Es kommt zum Handgemenge. Eine Geisel per Handy zu seiner Frau. Jemand wurde erstochen. Wir werden etwas unternehmen. Auch Mark Hoagland ruft zu Hause an. Er sagte, ich liebe euch, Kathy. Wir werden entführt. Kathy, ich sehe dich nie mehr wieder. 10.30 Uhr stürzt die Maschine bei Pittsburgh ab. Übrig bleibt von ihr nur ein großer Krater. Wahrscheinlich wollten die Luftpiraten den Präsidentensitz Camp David treffen. Die Terroristen hatten alles geplant. Bei keinem der 4 Flugzeuge wurde das Radar-Notsignal für eine Flugzeugentführung ausgelöst. 10:30, der südliche Turm versinkt in einer tödlichen Rauchwolke. Am Nachmittag stürzt ein weiteres Bürogebäude zusammen. Die Rechnung der Terroristen ist aufgegangen. Die USA sind am Boden zerstört. Und wie es heißt, gibt es erste Festnahmen inzwischen in den USA. Das FBI soll nach Angaben des amerikanischen Nachrichtensenders CNN 2 Männer bzw. mehrere Männer, das ist nicht so genau klar, festgenommen haben. Hier sind Bilder von der Festnahme. Man sieht im Moment nicht viel. Das ist in Boston.